God uses desire, und Gott benutzt das, to hide our identity. Das Wort Sehnsucht, um unsere Identität zu verstecken. What does that mean? Was heißt das? So every time you desire something, jedes Mal, wenn du dich danach etwas sehnst, what has God done? Was hat Gott getan? Through that desire, dadurch he has hidden your identity. Hat deine Identität versteckt. Because when that desire is fulfilled, warum? Wenn diese Sehnsucht dann lebendig wird, when it is fulfilled, wenn diese Sehnsucht erreicht wird in, you, in dir, you then come to that place of your identity. Und dann kommst du zu der Stelle deiner Identität. When you desire to be rich, du möchtest beispielsweise reich sein. It is a desire. Es ist für dich so eine Sehnsucht, ein Wunsch. What has God hidden behind that desire? Aber du denkst, es ist eine Sehnsucht, aber was hat Gott in der Tat versteckt dahinter? He has hidden your identity. Er hat deine wahrhaftigen Identität versteckt. So when you see in Christ, und wenn du in Christus siehst, that this desire of yours, dass diese Sehnsucht von dir is accomplished, schon vollendet ist, that accomplished state, dann ist dann dieser vollkommene Zustand is your identity, deine Identität. So you realize that in him you are rich. Denn du stellst dir fest, dass in Christus bist du reich. This goes for everything. Und das gehört zu allen anderen Sachen. But for you, you think you were asking God for something. Für dich ist so, ich wollte nur reich sein, du möchtest nur diesen bestimmten Ziel erreichen mit Gott. But God uses that, aber Gott benutzt das, was du denkst, du möchtest erreichen, to bring you to your identity, um dich zu deiner Identität zu bringen, damit du erkennst, wer du bist. So God does not give you riches. Also Gott gibt dir keine Reichtümer. He doesn't give you healing. Er gibt dir keine Heilung. He uses the I am to attach that which you demand from him as your identity. So if you ask for riches, he brings you to the place in which you see in Christ that you are rich. Also Gott benutzt ja alle, also er versteckt alle unsere Sehnsüchte in dem Ich Bin. Das heißt, in dem Wesen in Christus. Und wenn wir dann zu der Feststellung kommen, dass diese Reichtümer beispielsweise oder diese Heilung dich selbst definierst, dann kommst du auch zu deiner Sehnsüchte. So you're rich. Also du bist reich. You're healed. Du bist geheilt. You're powerful. Du bist mächtig. You're joy. Und du bist fröhlich. You're peace. Du bist friedvoll. Now, all these things can alle diese Sachen can be a desire, können für dich auch ein Sehnsucht sein. You know, when we walk into this world, wenn wir hier auf Erde wandern, we don't experience those things. Und es ist nicht leicht, unsere wahrhaftige Identität so zu erleben. But when we look into Christ, aber wenn wir auf Jesus schauen, what we so long to be, das, wonach wir uns so lang gesehnt haben zu sein, God shows to us, Gott zeigt es uns, that we are, dass wir es sind. Why am I repeating this? Warum muss ich das wiederholen? Because that is the place that many people don't catch it. Denn das verstehen viele Leute nicht. Because it is internal. Warum? Weil das so in uns ist. Can you see yourself already what you desire to be? Und zwar, die Frage ist, kannst du schon, wenn du deine Sehnsucht formulierst, dich in dieser Stelle, an diesem Endpunkt sehen, dass du das schon bist? Because many people we are expecting. Also weil viele Leute erwarten, we are expecting God to do something, dass Gott für uns etwas tut. We are expecting God to make it happen. Oh, dass Gott das geschehen lässt. We are expecting God to give. Dass Gott uns endlich das oder das andere gibt. Now, this is the challenge. Aber jetzt, ich sage euch, hier ist die Herausforderung. This is the good news. Und das ist die gute Nachricht. What you are expecting, das, was du erwartest, if you are in Christ, wenn du schon festgestellt hast, überzeugt bist, dass du in Christus your bist, expectations, dann ist diese deine Erwartung, your expectations, deine Erwartungen is already fulfilled, sind alle erfüllt. Is already a state, es ist ein Wesen in Christ, in Christus. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. So, externally, also aussichtlich, you experience need,
Du erlebst Nöte, Mangel. Internally, aber in dir drinnen, in your soul, in deiner Seele, you are awakened. Du bist erweckt. To the fact that what externally is your need is a fulfillment. Und zwar, du bist erweckt zu der Realität, dass was eigentlich für dich äußerlich aussieht als Mangel, in dir ist erfüllt. Halleluja. Amen. And so God wants you and I, und Gott möchte, dass du und ich, to walk in Christ, in Christus wandern. What does that mean? Was bedeutet das? That what you need is already fulfilled. Dass du erkennst, dass du annimmst, dass das, was du brauchst, schon erfüllt ist. To be thankful. Das heißt dann für dich, dankbar dafür zu sein. To be happy. Das heißt dann für dich, fröhlich zu sein. Remember, every event has already happened in Christ. Ja, nicht vergessen, alle möglichen Events sind schon in Christus erfüllt worden oder geschehen. Your tomorrow, dein Morgen, has already happened. Ist schon geschehen. And so when you see und, wenn, in Christ, und wenn du in Christus siehst, tomorrow established. Und dann siehst du dein Morgen gegründet.